your past, your future, your very light. You will lose everything. Fick dich! Jetzt bin ich dran. Wie, du bist dran? Also es wäre jetzt Zufall, dass wir die offizielle Duel-Plattform getroffen haben. Offizieller Duel-Platz ist ja eigentlich vom Iron King auf der Brücke, ne? Agent Scorler, erster Herausforderer! Wo ist er denn? Er kommt von unten, glaube ich. Agent Scorler! Du hast noch den Chime. Ah, sehr gut. Agent Scorler. Here we go. Und rolle! Oh, shit, gleich nochmal. Oh, fuck, die ging schnell. Schön wenig Damage. Jetzt rein! Oh, was war das? Es ist auf jeden Fall Mage-Typ. Oh, fuck, genau in die Fresse. Oh, shit. Gib's ihm! Oh, wow, wow, nochmal. Yeah! Okay, und jetzt draufbleiben, draufbleiben. Keine Action, sonst macht er nämlich... Das Ding weg, das Ding weg. Was? Ich hatte doch Schild oben. Du hast gerade gedrückt in dem Moment. Ich hab nichts gedrückt, ich hab nur Schild gedrückt. Ah. Ja, es kann ja sein, wenn du nur einen Held hattest und er macht zwei Damage durch Schild durch, bist du tot. Der hat das ja infused. Aber mein Stamina-Bike war ja überhaupt unberührt. Ja, aber es geht ja... Vielleicht hat er Lightning drauf. Und wenn du nur einen Held hast, geht ein Lightning-Damage durch. Das fängt ja gut an. Okay, nächster. Aber ich war auch gerade echt aufgeregt. Verdammt, ey. Ja, ein für die Welt. Ich gehe. Oh, jetzt müssen wir immer wieder die Typen dingsen. Ja, die sind bald weg. Aber ich dachte eigentlich, wir sind dann immer wieder an. Oh! Oh, da hast du ihn! Ein Streich. Das ist zu viel Platz hier. Also, aber so ganz schnell rollt er nicht. Du erwischst ihn immer noch schön mit. Oh, schade. Das wird, glaube ich, ja, nicht das so. Auch allein das die Cast-Zeit siehst ja du schon. Können wir direkt vergessen. Die Lightning Spares. Oh, oh. So, jetzt großes Final. Come back! Oh. Nein! Ah. Verdammt, das sollte der Jump werden. Das hat nicht geklappt. So. Oh, wir sind so schwerfällig, ey. Wie lang unser Zauberspruch. Wir können Lightning Spear, kannst direkt beim Bonfire einen anderen Spruch nehmen dafür. Ja, ne? Mach das ich bringt, auch. Wir werden nicht einen einzigen von diesen Pfeilen landen. Was haben wir denn noch? Ja, überlegen, was könnte man stattdessen Effektives benutzen? Vielleicht wirklich was mit dem Handschuh? Ein Flame-Glöd? Willst du die wieder alle mit Firestorm machen? Ich überlege, ey, da hat man wenigstens die Chance, wenn die nah sind, dass der irgendwie was trifft oder so. Wenigstens hast du mich dran erinnert. Okay, da ist er. Doch, der sieht immer noch verwischt aus. Wieso ist denn der so verwischt? Der ist bestimmt krass, der Typ. Der hat irgendeine Craziness an sich. Oh, der hätte was gegessen. Oh, das ist ja ein offener Schlagabtausch hier. Mit Mirror Shield. Bestimmt reflektet der unsere Spells. Yeah! Oh, der hat das Pursuer Greatsword, glaube ich. Ja, ne? Ich glaube auch. Und Treffer für Daenerys! Wow! Oh. Ja. Wow! Bam! Ah, shit, die!
Oh, oh, direkt reingesprungen, da wollte ich gleich. Oh, oh, shit! Oh Mann, den hätten wir fast Dämpfe! Es war so spannend! What happened? Es war doch so souverän. Dann zu gierig. 3-3. Wie hieß der Mann, der Gute? Blabla, Bloodwheel. 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 Bloodwheel, no deal. Tag der freien Schelle. So ein scheiß Ding, da bin ich. Ich wollte auf ihn zurennen und ganz schnell einen kleinen Schlag machen. Diesen Wirbelschlag. Aber er ist vorher abgesprungen. Da bin ich genau reingerannt. Wie dumm. Das ist korrekt. Ja. Jetzt kommt der zweihändig, doch nicht. Okay, hast du ihn erwischt? Oh, oh. Hm. Weiter, weiter, weiter drauf! Der kriegt echt nicht viel Schaden, ne? Und dein Schildding ist viel zu kurz. Es sollte auch der Sprung mal wieder werden, der nicht geklappt hat. What? Ja, das war Onitsch. Das war nicht. Dabei habe ich den letzten Schlag, das war der, der wäre von oben gekommen. Den hat er auch geblockt. Mhm. Ja, da merkst du schon, dass einer PvP-Erfahrung hat, wenn er schon dieses kleine Dodge-Shield hat, weißt du? Ja, wenn er das Repost-Ding. Wenn er dir schon sagt, ey, Digga. Ich reposte dich gleich. Ich reposte dich, du Spacko. Ja, gleich lieber nicht. Wenn einer ein riesengroßes Havel-Schild hat, weißt du, der hat wenig Erfahrung. Der ist einfach nur hinter versteckt. Aber ja. Je weniger, also je kleiner das Schild, ja, desto größer der PvP-Skill. Sehr gut. Zumal wir das zweitgrößte Schild des Spiels tragen. Exakt. To prove my theory. Okay, ich probiere es auch mit Chaos Storm. Der war, ja, okay, das kann aber schon klappen. Der hat schon echt ganz schön viel von der Fläche da oben eingedeckt mit dem Chaos Storm, ne? Brunzen 50, der Name ist ganz nett. Aha, haben wir wohl beide die gleiche Idee, was? Das Ding ist, um die Rüstung zu haben, muss man im PvP schon echt gut sein, weil ich glaube, da musst du 50 PvP-Kämpfe gewinnen oder irgendwas in der Richtung. Im Drachenclub. Da musst du immer draufbleiben, wenn er gestaggert ist. Krasser Angriff. Nee, nee. Was? Voll weit weg. Mal versucht zu reposten. 15 Mal hat es nicht geklappt. Ah. Relikt Grunzen. Du bist bestimmt nicht der Erste, den du platt gemacht hast. Muss man, wie viel muss man? Vor allen Dingen, du musst, glaube ich, um die Rüstung zu kriegen, musst du 50 Wins haben im PvP. Und jedes Mal, wenn du einmal verlierst, geht der Counter wieder runter. Habe ich mal gelesen, ja. Also du musst. Alter. Echt. Einigermaßen erfolgreich PvP gespielt haben. Aber ich habe ihn auch ein paar Mal getroffen. Also wenn man einmal trifft, kann man ihn auch 6 Mal treffen. Auf jeden. Also der war fast tot. Das war wieder nur Pech auf deiner Seite. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Ja, aber ich. Ja, aber du meinst es ja ironisch. Nein, ich meine es vollkommen ernst. Nein, weil du nicht nette Sachen ernst meinst. Das lässt deine Seele nicht zu. Das stimmt. So, komm, jetzt haben wir 50 Dings. Weg da, nächster. Keine Ahnung, warum ich das glaube. Wahrscheinlich, weil ich einmal dick aufs Maul gefickt habe von einem.
Ich gehe einfach davon aus, dass das rote Sign, das hat jeder. Aber das Dragon Sign, das musst du dir gezielt holen. Okay. Irgendwie. Ich würde es genau andersrum sagen. Das Dragon Sign hast du unendlich, das hat jeder. Und das rote Sign ist halt... Da ist er ja schon. Da ist er schon. Mach ich wieder den, die Capitate. So einen Schwanz habe ich. Alles klar. Ja, so, mit einem Flammenschwert. Geht schon los! Ey, du Kackdödel! Was ist das denn? Buffen gehört schon zum Kämpfen. Wie, im Ernst? Ja, klar. Ja, nicht in meiner Welt, ganz ehrlich. Deshalb sag ich immer... Boah. Das war kurz und schmerzlos. Vor allen Dingen warst du ja zweimal gebufft. Du hattest es schon noch, glaube ich, oder? Egal. Aber wahrscheinlich hat er mich deswegen angegriffen. Hatte ich das Buff noch? Ich habe ja vorhin das Pine Resin aus Versehen benutzt. Glaube, das war noch und dann ist es ausgegangen und dann hast du es nochmal gemacht. Egal. Ja. Ah, scheiße, und das zählt ja auch sogar. Aber ja, ich weiß nicht. Das war irgendwie, ich war nicht ready. Verbeugen ist noch No-Angriffspakt, aber Buffen ist schon im Prinzip, da kannst du nicht von ausgehen, dass die dich in Ruhe erst deine Buffs zaubern lassen. So. Ja, okay. Jede Energie zählt. Aber wer war das gerade? Den merken wir uns. Oh, und jetzt! Ah! No! Lass dich nicht auf diese Lagstep-Geschichte ein, Alter. Du hast leider Schwert im Rücken, ich sag's dir. Ist er auch aus Deutschland. Achso. Na dann ist er bestimmt besser als. Bist du besser? Das sind ja die Besten. Let's go. What? Jetzt noch ein scheiß Wurfmesser. Oh. Ja, Poison Swirling up, go! Nein! Nein! Du musst ihn nur einmal berühren noch! Go! Go, Gott! Als Rolli! Nein! Nein! Da wäre jetzt ein Evelyn gewesen. Ich kotze. Habt ihr nicht gesagt, ich muss ihn nur treffen? Und ich war noch gar nicht, beim ersten Schlag war von ihm war ich noch gar nicht tot. Aber ich konnte nicht mehr rollen, ich war stunned. Ey, übrigens, wir können noch einen Ring auswechseln. Welchen?